Okay, dann machen wir uns mal eine kleine Arena, würde ich sagen. Muss nicht ultra groß sein. Ich nutze die meistens eh nicht wirklich volle aus. Aber wir können halt keinen Doppelsprung, also... nicht... Doppelsprung ausreichend. Das Nervige ist halt immer nur, wenn die Mobs dann spawnen. Aber ich finde das halt einfach echt ein geiles... Also was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, muss ich sagen, kein neues Biom. Also ich meine, ja, es sind ja die meisten Corruption-Fans, ich auch, Crimson bekommt einfach nicht viel Liebe. Es ist halt, wie es ist. Aber trotzdem, wäre es geil gewesen, einfach ein drittes hinzuzufügen. Na, eine dritte Option, die man auswählen kann. Das wäre geil gewesen. Hätte ich, finde ich schade. Und da das letzte Update ist, werden wir das auch nicht mehr bekommen. Ich habe eigentlich schon ein bisschen immer damit bei Terraria gerechnet, dass bestimmt mal ein drittes Biom kommt. Aber ist ein bisschen sad, dass das niemals passieren wird. Niemals. Und Otherworld ist ja... gehört ja der Vergangenheit an. Nein, hier... da würde ich sagen, noch eine Reihe drüber. Und wenn ich ihn dann nicht schaffe, schaffe ich ihn sowieso nicht. Weißt du, es gibt Leute, die spielen Classic wahrscheinlich in 5 Minuten durch. Und für die ist einfach Expert Mode schon nicht mehr Challenge genug. Deswegen brauchen die ja jetzt unbedingt den Master Mode. Und ich bin einfach immer noch scheiße im Classic Mode. Es ist halt, wie es ist. Halt meine komplette Musket-Munition. Das Problem ist, wir brauchen auch ein Herz von dem aus, wie schnell hierher kommen. So. Oh, das sind 2 auf einmal. Aha. Genau. Ich sah da eigentlich Crimson so viele unterschiedliche Mobs und Corruption nicht. Ich glaube schon eigentlich nur diese Fliegedinger, oder? Täusche ich mich jetzt? Hier gehört eigentlich mal alles ausgeleuchtet. Und dann sehen wir jetzt ja die Bossleiste. Stimmt, es gibt ja jetzt, halt euch fest, endlich Bossleisten. Also nicht, na, nicht die Bossleisten, die einfach über dem Boss sind. Die sind ja Standard. Sondern wirkliche... wirkliche Bossleisten, die dann unten angezeigt werden. Sticky Bombs sind so praktisch. Ich baue mir immer eine Plattform. Ich bin richtig dumm. Das ist nur die Sache, ne? Bekommen wir die Kugel oder nicht? Und dann müssen wir gleich rüberrennen. Wir bekommen wieder eine verkackte... ne, hier, seht ihr das. Bossbar. Bossbar. Nein, nur der spawnt da. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Ja. Zack. Das ist aber richtig effektiv. Wisst ihr was? Nee. Es tut mir leid, es tut mir einfach leid. Ich muss das auf Classic stellen. Wieso, wieso, wieso habt ihr das gemacht, Relogic? Wieso, wie, warum? Der ist so easy eigentlich mit den Pfeilen. Aber es, ich habe halt, ich... ich hab da nicht drauf geachtet. Och man. Crimson Torch? Haben wir eigentlich von den Shards auch was? Nein. Und das sind nur gerade mal 2 Ingots. Das ist aber richtig. Richtig für den Arsch. Da kann man nichts craften. Aber ihr habt eigentlich gesehen, die Pfeile, also die Pfeile machen Ultra Damage. Aber das ist halt das Problem. Die neuen Herzen. Nee.
Die zeigen mir einfach... ich wollte Healing Potion holen. Die neuen Herzen, die sind zwar schön, aber ich verstehe nicht, wieso das nicht mehr da ist. Ich hab halt drüber nachgedacht, als ich das gesehen habe und habe mir gedacht, vielleicht, die Heilungspotion sollte ich mir mal markieren, vielleicht ist es ja ganz gut. Na, vielleicht hat es seine Vorteile, weil man achtet halt nicht mehr so auf die HP, aber bei mir ist es genau andersrum. Mir, ich sehe das mit den Herzen nicht und ich erkenne das auch irgendwie schwer. Hier, mit den alten Herzen, erkenne ich sofort, wenn ich Low Life bin. Das sehe ich einfach. Das ist für mich ultra easy zu erkennen. Aber mit den neuen, da achte ich dann gar nicht mehr richtig drauf. Und weiß dann sowieso nicht, stehe ich jetzt bei 5 HP, stehe ich jetzt bei 10 HP. Und dann heile ich mich auch nicht. Und mit den neuen mache ich das. Mit den alten mache ich das. Und deswegen muss ich die alten wieder aktiv haben. Auch wenn ich die neuen schön finde. Ich finde aber die alten auch nicht hässlich. Wir haben wieder die alten. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir die anhätten. Die, glaube ich, wären auch gar nicht so schlecht. Das halt, ne, fancy. Weiß ich nicht. Vielleicht hat auch uns einfach nur so relativ gut geklatscht. Ich komme mit den alten doch klar. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Weil eigentlich mag ich... Ich finde die Abwechslung ganz schön. Ich finde die neuen echt schön. Wie stört das nur mit den Leben? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man das nicht mehr drüber als Zahl anzeigt. Wenn das mit der Zahl vielleicht so ein bisschen hässlich ist, kann ich auch verstehen. Ist jetzt nicht gerade das Schönste. Hätte man ja schön machen können. Hätte man ja eine schöne Zahl hinschreiben können. Ist einfach ein bisschen schöner Design. Ich glaube, ich würde sogar nur eine Zahl vorziehen. Teilweise. Also wenn man noch einstellen kann, only the number, würde ich auch, glaube ich, ganz geil finden. Aber man hat halt wirklich nur die Entscheidung zwischen, ne, den Bars, wo du halt auch keine Zahl hast. Also entweder Bars, entweder das Neue oder halt das Alte. Und nur mit den Alten siehst du halt Herzen und eine Zahl. Aber mit den Neuen siehst du keine Zahl, außer du fährst drauf. Das ist halt dumm, weil während einem Fight fahre ich da nicht drauf. Da bin ich woanders konzentriert. Meine Leben müssen sowieso hier sein. Ich tue mich immer total schwer bei Spielen, immer auf die Leben und gleichzeitig aufs Geschehen zu achten. Ich glaube, das ist auch generell immer das, was das Spiele so schwer macht. Ist ja gar nicht das Balancing. Es ist eher das Achten, dass deine Leben und deine von einigermaßen angenehmen Level sind. Seht ihr, die hat man nur aufklauen brauchen. Und jetzt muss ich von da unten irgendwo hoch. Ja, neues Glück. Probieren wir es. Vielleicht bekommen wir jetzt endlich die Lichtkugel. Und wir bekommen... Das ist ein Mage-Item, ne? Magic Damage, ja. Das, was ich als Mage auch nie hergenommen habe, glaube ich. Achso, ja, wir haben ja auch das Mage. Ja, Spinne unter Wasser, das ist ultra realistisch. Eine Maskete. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich von da unten auch schön hochkomme dann. Weil das ist jetzt momentan nicht der Fall. Ich sehe auch generell nichts. Oh, wir haben bald keine Bomben mehr, verdammt. Das heißt, eigentlich... Ist das da jetzt... Oh, verdammt! Nein, jetzt ertrinke ich. Es ist nie wahr. Jetzt muss ich eigentlich warten, ne, bis der Timer hier abläuft. Habe ich noch was zu trinken? Machen wir mal hier habe ich was zu trinken. Ja, was kann ich reden? Twitch hat jetzt ein neues Design. Und ich liebe es. Es ist einfach so viel besser.
Also ich mochte das ganz alte, also nicht das ganz alte, ich mochte das Switch-Design mit dem Banner. Und dann haben sie ja den Banner quasi entfernt, also er ist ja noch da, aber nur wenn man auf den Namen draufklickt. Und jetzt ist der Banner ja wieder da, komplett, und ich liebe es. Ich liebe es einfach und es sieht so schön aus. Wieder eine Maskete, ich glaub's gleich gar nicht. Sonic, Maskete down. Oh, das war nicht gerade. Das war nicht schlau. Das war. Ach komm. Ich komme halt da unten nicht weg. Das ist Season 2 ist. Season 2 ist nicht meine Season. Ich hasse es jedes Mal. Obwohl, jetzt haben wir... Kann mal gucken, ob wir irgendwas... Wenn wir einen Pickaxe machen könnten... Dann wäre eh schon mega. Wäre eh schon alles gerettet. Aber könnte man nicht machen. Ne, können wir nicht. War zu wenig. Wir haben halt auch keine Bomben mehr. Der Ding verkauft keine Bomben, ne? Jetzt pass mal auf. Keine Pickaxe, aber... Schmeiß mal nicht weg. Aber... Na, ihr wisst schon. Na, mehr Damage. Zwinker, zwinker. Stein wäre jetzt mal ganz geil. Reiß ich hier raus. Brauchen Pfeile. Okay, ich probiere es jetzt noch ein drittes Mal. Und sonst weiß ich echt nicht. Die ersten Folgen werden furchtbar. Die ersten Folgen von diesen Let's Plays sind... Die werden furchtbar. Es sind einfach widerlich. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich nicht in der 12. oder... Nee, ich weiß gar nicht. In der 7. Folge. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es war... Es waren gar nicht so viele Folgen, bis ich mal schon einen Bossfight hatte und auch... ich geschafft habe. Aber wir haben halt keinen Ruby. Wisst ihr, was ich mal mache? Ich mache mal. Ich mache mal noch mal ein Haus. Jetzt kein schönes. Ich mache jetzt echt ganz schnell ein hässliches Haus. Aber dann zieht uns halt ein neuer NPC ein. Und das wird dann entweder wahrscheinlich der Bomben- oder der Waffenhändler sein. Das wäre dann schon ganz geil. Renn mal da jetzt bloß nicht rein, ich warne dich. Da habe ich keine Backwände mehr, kein Holz mehr. Da glaube ich, kann ich ja zurückcraften. Ja, kann man. So, das Haus ist suitable. Okay, gut, also neuer NPC kann einziehen, check. Ein Herz mehr wäre halt schön. Soll ich nochmal in die Mörderhöhle gehen? Weil wir haben halt... Wisst ihr was? Ich gehe in die Schneehöhle. Wir haben erstens keine Bomben mehr. Also die reichen nicht. Wir brauchen 3. Also Minimum 3. Da müsste aber mit jeder Explosion passen. Tut's aber nicht. Das heißt, wir brauchen... Minimum wahrscheinlich 6 Bomben. Noch zusätzlich. Also 8 wären schon gut.
Das können wir aber ohne den, also wir müssen die entweder finden oder wir brauchen den Explosive NPC. Der wird jetzt, entweder wird der jetzt einziehen oder es wird der Waffenhändler einziehen. Oder es zieht jemand komplett anderes ein und regt mich dann noch mehr auf. Ich hoffe jetzt mal, ne, auf den Zwerg, ne, also auf den, ne, da mit seinem Dynamit, hoffe ich jetzt natürlich. Also wäre schon... Ja. Na, habe ich gehofft, habe ich, hätte ich nicht hoffen sollen. Er ist natürlich der Waffendealer. Ist halt classic, ne, obwohl... Ist das nicht die Waffe, die wir upgraden konnten, quasi? 31 Gold, willst du mich verarschen? Das ist 31 Gold, das ist mit dir schief. Flintlock. Basketball, nee, komm. Du mich auch. Ups, naja, das war nicht. Schlimmes Let's Play. Also heute Terraria und Ding rennen lassen, Final Fantasy. Ich werde gleich gucken, dass ich die ersten Folgen, also die erste Folge von Terraria und von Final Fantasy gleich rennen lasse und dann kann ich alle Final Fantasy durchrennen und dann alle Terraria. Weil die ersten zwei wären ganz gut gleich. Damit ich morgen gleich bald es hochbekomme. Und dann wäre ganz geil. Aber nicht jetzt Stein, doch, und Holz haben wir auch. Das heißt, man braucht dafür eine Workbench. Jetzt haben wir ein bisschen was am Pfeilen. Aber halt nicht viele heilige Pfeile. Also ich würde heiligen Pfeile... Ich würde die heiligen Pfeile schon vorziehen. Jetzt komm! Ich möchte jetzt nicht wieder verrecken. Es geht einfach nicht ohne Farm. Terraria ist ein richtiges Grind-Game. Ich kann nicht dauernd in die Höhle runtergehen und verrecken. Das ist jetzt nochmal ein Anlauf zu meinen. Und ich habe Angst. Ich habe Angst. La-di-da-di-da. Angst, Angst, Angst. La-di-da-di-da. Ja, ich glaube, die ersten Folgen werden echt halbe Stunden Folgen. Da haben wir eh, wenn ich jetzt 3 Stunden aufnehme, haben wir eh für eine Woche Folgen. Das passt dann sowieso. Aber das finde ich dann eh ganz gut. Also halbe Stunden Folgen für den Anfang, für die erste Woche. Vielleicht auch generell, ich weiß noch nicht. Ich glaube, bei der ersten Season habe ich mich für 20 Minuten Folgen deswegen entschieden. Was halt einfach dann leichter war, aufzunehmen, weil wenn ich dann an einem... Da hatte ich, glaube ich, Ultra-Stress und wenn ich dann an einem Wochenende halt aufgenommen habe, für 2-3 Stunden, hatte ich halt gleich für 2 Wochen oder so Folgen. Und war dann schon ganz angenehm. Und dann war ich nach 2 Wochen auch zu faul aufzunehmen. So, nochmal... Wollte ich gerade sagen, nochmal möchte ich nicht verrecken. Und wäre wahrscheinlich fast verreckt. So. Das ist halt, was ich meine, ne? Ich spiele halt Classic und auf Classic Schwierigkeitsmodus und bin halt trotzdem noch nichts Könner. So.
Hier sind wir verreckt. Ich wusste nicht, dass das geht, aber geil. Platinum. Jetzt fühle ich mich wieder... Ja, okay. Ich fühle mich nicht wie bei der alten Pickaxe. Also schon... auch angenehm. Zack, 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 zack. Tanks ist wahrscheinlich stärker als Lead, ne? Aber ich möchte halt eigentlich meine... Mein Goal ist halt nur komplett Lead und genau das. Genau das ist mein Goal. Ein Herz mehr. Dann sieht die Sache nämlich auch schon besser aus. Vielleicht stelle ich irgendwann dann wieder zurück auf die neuen Herzen. Aber jetzt mal erstmal nicht. Herzen hatte ich irgendwie auch kein Glück. Nur am Anfang... Eins, da dachte ich noch gleich so, ach. Das Spiel sei mir gesegnet, aber doch nicht Bomben. Nein, 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 nein. War das gerade ein Herz? Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Es tut mir leid, liebes Spiel. Es tut mir wirklich leid. Und jetzt finde ich wahrscheinlich nie wieder welche. Ich nehm's nicht zurück. Herzen sind scheiße. Ich will Herzen. Spiel, gib mir Herzen. Ich finde keine. Nein. Zack. Sind das Rubies? Also es sind keine Rubine, das ist was anderes. Aber kann man das auch als Rubin? Das ist Amethyst. Vielleicht kann man es ja damit auch machen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das zwingend Rubine sein müssen. Wir könnten ja mal in Minecart fahren, dafür ist es da. Hier ist wieder entweder ein Amethyst oder das ist jetzt ein Rubin. Das ist ein Rubin! Wir können den Slime King machen. Ja! Jetzt geht's doch ganz gut. Wir sind mehr Amethysten. Emerald, oder? Ja. Können wir mit Villagern traden, natürlich. Hier Minecraft Villager Farm bauen. Mehr Lead. Das ist ja Platinum. Das ist ja ein Platinum-Paradies. Da könnten wir uns dann bestimmt mindestens einen Helm oder so machen. Dürfen halt nur nicht, ne? Ihr wisst, was wir nicht dürfen. Jetzt können wir es nicht mehr. Das ist ja das Platinum-Paradies. Einfach. Schön. Gut, jetzt läuft es doch irgendwie besser. Auf einmal, wenn man sich beschwert. Also, da habt ihr es gelernt hier in meinem Let's Play. Ihr müsst euch nur beschweren, dann kommt alles besser. Aber hört nicht auf, euch zu beschweren, beschwert euch nur weiter. Dann wird alles gut. Das ist ein neuer Mob, oder? Das hat gerade nichts. Muss ich jetzt mal nachgucken. Was ist denn das? Eine Schnecke. Du Schnecke, du. Was war denn das? Wie kann ich... Können wir gleich nachgucken. Wo sind die? Ich kann nicht weiter runter. Das müsste ja eigentlich hier sein. Warte mal.
kann hier halt wirklich nicht weiter runter. Ach so. Ich bin Idiot. Also. Sind die auch... Nee, die kommen nacheinander, ne? Das heißt, die müsste hier... Giant Jelly. Ich weiß nicht, ob die neu ist oder ob ich einfach dumm bin. Das ist, glaube ich, ein neues Biom. Und hier ist ein Herz. Und ich will unter keinen Umständen jetzt sterben. Weil ich will das Herz. Ja, 200. Wisst ihr was? Ich schalte jetzt doch wieder auf. Auf die. Ich probiere es jetzt doch nochmal, weil ich möchte die Herzreihe schon voll sehen. Mit den neuen Herzen. Ich finde ja, die sehen wunderschön aus. Ich möchte halt einfach nur den Counter haben. Wieso, Terraria? Oder Relogic? Wieso habt ihr den entfernt? Wieso? Das ist auch neu. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist, so ein Baum, den kann man fällen und dann bekommt man, glaube ich, so Sachen eben für den Kristall. Sieht auch übelst geil aus. Die hier so alleine rumstehen. Was ist das da eigentlich? Ist das ein Hebel? Was, eine Goblin-Armee? Du wirst mich doch verarschen. Jetzt muss ich nach oben, aber ich will nicht nach oben. Okay, keine Ahnung, was das war. Geil, dann fällen wir den Baum. Schön dieses wunderschöne Ding zerstören. Dieses unter Artenschutz gestellte Ding. Ist genau, und den können wir dann, glaube ich, anpflanzen. Okay, lass uns doch ganz schnell mal in unser Ding rennen. In unser Lager. Lass uns mal gucken, was wir noch zaubern können. Also, wir können noch... Platinum herstellen. Das bedeutet, wir können jetzt eine Krone herstellen. Dann können wir noch Lied herstellen. Na komm, machen wir eine Platinum Pickaxe. Ah, die sind neu. Guckt euch die mal an. Jetzt sind wir relativ am Arsch. Halt jetzt keine Goblin-Armee. Ich guck mal jetzt beim... Ah, verdammt. Ja, die sind echt neu, oder? Nee, stimmt, die hatten ja... sind ja geretextured worden. Die sind wahrscheinlich nicht neu... Das sind nur die neuen Sprites, die mir so unbekannt vorkommen. Shut up and take my money, so. Und du? Wo ist denn die Krone? 20 Slimes, gut. Dass ich das auch weiß. Hä, was? Haben die die Tür eingerissen? Echt jetzt? Ist das neu? Hier auch. Das finde ich kacke. Ist ja richtig schlimm fürs schön bauen. Jetzt reißen die einfach alle Türen ein. Und ich krepiere sowieso. Ja, eine Goblin-Armee ist jetzt gerade eigentlich nicht gerade ultra fett. Aber danach zieht halt wenigstens der Tinker rein, ne? Der verkackte Dude. Oh, wir könnten die Maske verwenden. Oder wir stellen uns einfach zur Heilerin. Ja, es sind halt einfach die Resprites und ich... Die halt nicht gewohnt, weil die alten gibt's halt nicht mehr.
sehen alle neu aus. Also die Goblin-Armee ist komplett neu redesigned. Schade, dass man die Classic-Sachen eigentlich nicht... Na, die Classic-Mobs, dass man das so quasi einstellen könnte. Classic-Mobs. Dann hat man die. So wie bei Minecraft, ne? Kann man ja auch die Classic-Texturen einmachen. Mit den Türen fuckt mich echt ab. Das finde ich nicht cool. Wie sich da jetzt verstärkte Türen machen? Gibt sowas überhaupt? Oder? Weiß nicht. Finde ich einfach. Finde ich ein bisschen kacke. Also muss ich ehrlich sagen, das stört mich ein bisschen. Das finde ich nicht so cool. Ich kann auch nicht alles hier loben. Ja, und jetzt kann ich mich nicht mal heilen. Nein. Ja, jetzt waren alle bei der Heilerin. Obwohl, ich hätte mich einfach mit H heilen können. Ja, ich bin manchmal verpeilt. Hä? Das ist ja geil. Habt ihr das gesehen? Und wenn man jetzt so in der Nähe von da, wo man gestorben ist, spawnt, und dann geht die Kamera so rüber. Das ist ja richtig schön. Das ist richtig schön gemacht. Gefällt mir. Geldtechnisch natürlich geil. Nur gehen halt jetzt die ganzen Muskets drauf. Jetzt noch kein NPC gestorben. Doch, der Waffendealer, oder? Ja. Jetzt müssen wir mal um die Happiness fragen, der Bewohner. Hier, zack. Happiness. Ach, du bist sad? Ich hab's nicht lesen können. Ich hab nur gelesen, I'm quite sad. Wieso denn? Quite used to... Ah, okay, nee, doch nicht. Ich hab irgendwie sad gelesen, gerade. Also es hat sich so schnell wieder geschlossen. Das used hat irgendwie gerade wie sad ausgesehen, keine Ahnung. Ich finde das mit den Türen kacke. Jetzt muss ich hier wirklich überall... immer die Türen dann reinballern. Das ist echt scheiße.